Probleme sind in der Regel fast nur im Verstand. In dem Moment, wo ich in Stille bin, wo ich aus dem Verstand rauskomme, in die Atmung, in den Körper, ins Körperbewusstsein, einfach spüren, was da ist, kann ich nicht gleichzeitig in eine Geschichte reingehen. In eine Geschichte, die mir erzählt, wie schlimm alles ist und dass hier gerade ein Problem ist und dass das Leben schlecht ist, dass ich gerade was falsch mache, dass andere was falsch machen. All diese Gedanken führen zu Leiden. Und der Buddhismus sagt schon, Nirvana ist vergleichbar mit End of Suffering, Ende des Leidens. Warum Ende des Leidens? Weil ich in dem Moment erkenne, wer oder was ich bin, dieses Präsenz im Hintergrund, diese Art Beobachter. Und weil mein Ego dann stillgelegt ist. Und das Ego ist ja sehr viel, eigentlich Illusion. Und nicht nur eigentlich, es ist Illusion. Je nachdem, von welcher Ebene man draufschaut, von der höheren Ebene, ist es Illusion. Das Ego glaubt, alles kontrollieren zu müssen. Das Ego glaubt, alles besser zu wissen. Das Ego geht immer in Vergleich. Das Ego ist immer da und es ist eine gedachte Persönlichkeit an der Stelle. Ist das Ego still oder hört man nicht mehr darauf? Fragt Sabine gerade. Das Ego löst sich, es löst sich von alleine auf, weil es erkannt wird, dass es nicht real ist. Es ist wie wenn dir jemand sagt, da ist ein Weihnachtsmann. Und die ersten 5 bis 10 Jahre glaubst du komplett dran und denkst, da ist der Weihnachtsmann. Das ist total real. Der muss hier durch den Schornstein kommen und die Geschenke hinstellen. Der ist total real, der Weihnachtsmann. Und dann erfährst du plötzlich, dass es alles nur eine Geschichte war, die deine Eltern dir erzählt haben, dass da niemand durch den Kamin runterkam. Und da ist zwar vielleicht der Weihnachtsmann irgendwie noch sichtbar, aber er hat keine Wirkung mehr. Er ist erkannt als Illusion. Auch wenn er irgendwo noch in Bildern ist oder irgendwo noch sichtbar ist oder wie jemand erzählt, Weihnachtsmann, okay, dann glaubst du nicht mehr dran, dann weißt du, dass es nicht mehr die Realität ist an der Stelle. Und so ist es, wenn die Illusion des Egos aufgelöst wird, weil man erkennt, dass das Ego von Geburt an nicht da war, aber mit 2, 3 Jahren langsam immer mehr aufgebaut wird. Erst mit 2, 2,5 Jahren beginnt nämlich das Kind wahrzunehmen, dass es getrennt ist von den anderen. Alles andere vorher ist einfach nur ein Meer, ein Ozean von reinem Sein. Da werden einfach Dinge wahrgenommen für das Kind, einfach wahrnehmen. Erfahren, Körperempfindungen, Gefühl, Emotionen, alles ist plötzlich da, aber es ist nicht zugewiesen zu einer Person. Das Baby würde nicht sagen, ich habe Gefühle, ich bin hier und da sind die anderen. Das entsteht erst, wenn die Trennung durchgeführt wird, die gedankliche Trennung, dass wir glauben, wir sind getrennt von anderen mit 2, 2,5 Jahren. Vorher sind wir einfach nur ohne Problem im Sein. Da kann es mal Schmerz geben, da kann man mal in die Hose machen und dann tut mal was weh. Es ist aber kein Problem, weil der Verstand noch nicht so weit denkt und überlegt, oh Gott, wenn ich das jetzt noch 3 Tage lang habe, hoffentlich hört es bald auf. Und das gibt es nicht, diese Gedanken. Es ist einfach nur das, was da ist, ist da und wird nicht bewertet als gut oder schlecht. Und durch dieses Nicht-Anhaften, durch diesen Beobachter, dass man einfach nur beobachtet und wahrnimmt, was da passiert, was da kommt und was da geht. Da kommen Gedanken und gehen wieder, da kommen Gefühle und gehen wieder, da kommt meine Körperempfindung und geht wieder. Und da ist aber
etwas, was nicht geht, was immer da ist. Und dieses Etwas ist das, was wir wirklich sind. Hinter all den Facetten, hinter all den Rollen, hinter all den Masken ist etwas da, was wahrnimmt. Und das, was wir sind, ist das Etwas, was kommt und geht. Unterliegt das Veränderungen oder ist das, was wir sind, in jedem Moment da? Wenn wir existieren, was wir tun, sonst würden wir jetzt nicht unsere Stimmen hören oder unsere Bilder sehen. Wenn wir Existenz haben, dann ist da etwas, was immer da ist. Wir können nicht Objekt sein, das sich verändert. Das ist nicht möglich. Wir können nicht der Gedanke sein, der kommt und geht. Wir sind ja auch da, wenn der Gedanke schon längst wieder weg ist. Gedankenstille, wir sind immer noch da. Etwas ist da, was auch immer es ist. Wir können auch nicht das Gefühl sein, das kommt auch und geht. Wir sind trotzdem da, auch wenn das Gefühl weg ist. Wir können auch nicht der Körper sein. Das kann man mit verschiedenen Übungen erkennen. Es gibt keinen Ort im Körper, wo du bist. Wir glauben vielleicht, wir sind hier hinter den Augen, aber da ist kein Subjekt hinter den Augen. Weil wo soll das sein? Das wurde noch nie entdeckt. Es ist nicht hier vorne, es ist nicht hier, es ist hier, es ist hier. Nee, da ist es noch nie entdeckt worden. Da ist einfach nur etwas, was aufmerksam ist, etwas, was mitbekommt, dass hier irgendwas ist. Die Augen sind ja das Organ, aber etwas nimmt wahr. Und dieses Etwas kann man nicht beschreiben mit Worten. Dieses Etwas ist einfach das, was da ist, wenn du in Stille bist, wenn du präsent bist. Das ist da. Etwas ist gewahr, dass wir existieren. Selbst wenn deine Augen zu sind, kein Gedanke, kein Gefühl. Wenn dich jemand fragen würde, existierst du, würdest du sagen, ja, ich existiere. Weil etwas mitbekommt, dass du existierst. Dieses Etwas ist das, was wir sind. Und dieses Etwas ist am ehesten erfahrbar, wenn man sich so ein bisschen zurücklehnt, als Beobachter, sich selbst anschaut. Ah, jetzt kommt der Gedanke. Ah, jetzt kommt hier ein Gefühl. Ah, jetzt tue ich das. Aber ich bin der Beobachter davon. Ich sehe ja, dass ich was tue. Ich sehe ja den Gedanken oder ich nehme ihn wahr. Also bin ich nicht der Gedanke, der kommt und geht, sondern ich bin das, was wahrnimmt. Und am schnellsten findet man das, was wahrnimmt, wenn ich selbst mich beobachte. Und das geht am besten in Stille, wenn nicht so viel Trubel ist im Außen. Dann kann ich eher mich beobachten, was da gerade ist. Ah, da ist ein Gefühl. Wow, da drückt es gerade. Aber wer nimmt wahr, dass es hier drückt? Wer nimmt wahr, dass da ein Gedanke kommt? Wer nimmt wahr, dass hier ein Gefühl kommt? Das, was wahrnimmt, ist das, was du bist und schon immer gewesen bist, unveränderlich. Und das, was wahrnimmt, nimmt wahr mit 3 Jahren, mit 10 Jahren, mit 30 Jahren. Du nimmst immer das Gleiche, nimmt wahr und verändert sich nie. Und das ist nicht zu verstehen mit den Worten, die ich jetzt sage, aber durch viele Wiederholungen fällt manchmal irgendwo der Stein und, ach, okay, das ist es. Es hat keine Form und deshalb kann man es auch nicht in Worten beschreiben. Es ist ein Subjekt, was immer da ist, ein Wahrnehmender, ein Beobachter. Und alles andere ist ein Objekt. Und Objekte kommen und gehen, sind unwichtig. Und das Ego kommt und geht. Das ist nicht das, was ich sein kann. Ich kann auch nicht der Körper sein, weil es gibt tausende von Nahtoderfahrungen, wo sich die
diejenigen, die fast tot waren, von der Zimmerdecke aus gesehen haben. Die gesehen haben, dass der Körper unten auf dem OP-Tisch liegt. Tausende davon. Also es gibt viele Studien auch drüber. Also wenn ich mich von oben sehe, kann ich doch nicht der Körper sein. Dann bin ich getrennt vom Körper. Ich kenne einige, die, wie heißt es auf Deutsch, AKE, außerkörperliche Erfahrungen haben. Die können nachts aus dem Körper gehen und gehen auf irgendwelche Reisen und sind dann wieder, kommen dann wieder zurück in den Körper. Das Bewusstsein ist nicht der Körper und nicht Gedanken, nicht Gefühle. Wir sind Bewusstsein, wir sind reines Bewusstsein. Und jedes Problem, und deshalb erzähle ich so lange heute drüber, jedes Problem hört auf, wenn ich einfach mich eher energetisch verbinde mit dem, was wahrnimmt. Und dann sehe ich die Gedanken, die ein Problem aufrollen wollen. Ah, da ist ein Problem. Oh, mein Leben ist so schlecht. Oh, ich bin so schlecht. Der andere hat was falsch gemacht. Ich habe was falsch gemacht. Aber wenn du dich mit dem Beobachter verbindest, der den Gedanken sieht, wahrnimmt, wenn er kommt und geht, der Beobachter hat das Problem nicht. Nur das Ego hat das Problem, was dauernd in diesen Gedanken drin ist. Also ist der schnellste Weg der Heilung, der schnellste Weg aus jedem Problem, deshalb, das betrifft eigentlich fast eigentlich alle, die ganze Menschheit, jeden Menschen, der schnellste Weg aus jedem Problem ist, raus aus den Gedanken, rein in den Moment, in die Stille und dann irgendwie schauen, was da ist, was kommt und was geht. Und dann könnt ihr euch fragen, gibt es da irgendwo ein Problem, wenn man einfach in diesem Gewahrsein ruht, in dieser Stille und einfach nur schaut, was kommt, was geht. Ah, okay, ohne zu bewerten. Gibt es da irgendein Problem? Das Problem löst sich auf. Im reinen Sein, im Hier und Jetzt gibt es kein Problem. Das ist der schnellste Weg. Über die Stille, über Meditation, über reines Sein. Es hat auch keinen Charakter. Das war die Frage im Chat. Das Sein ist einfach Sein. Das Sein ist, ich sag mal, es ist die Quelle, Gott oder wie auch immer man es nennt. Es ist einfach Präsenz, es ist einfach da. Und kreiert hier, in der Schöpfung kreiert sich die Quelle, schöpft sich selbst in Milliarden von Formen und Farben und Erlebnissen. Und nur so kann die Quelle sich selbst wahrnehmen. Das, was wahrnimmt, der Beobachter, ist die Quelle. Das, was erschaffen wird, was wir hier sehen, ist auch erschaffen aus Bewusstsein, ist auch die Quelle. Und das Sehen selbst ist auch die Quelle. Alles ist eins am Ende. Da will ich jetzt aber nicht zu tief reingehen. Das ist ein bisschen komplex. Und wenn du da drin bist, dann kann es sein, es muss nicht sein, dass man sich selbst heilen kann in dem Zustand, aber es kann sehr gut sein, dass sich da sehr viel löst. Und vor allem, wenn der Schmerz da ist und ich bin eher der Beobachter des Schmerzes. Das heißt, ich stelle mir vor, der Schmerz ist, bin nicht ich. Da ist etwas, was sich gerade komisch anfühlt. Das ist aber außerhalb von mir. Ich bin reines Gewahrsein und darin kommt eine Körperempfindung, die in dem Moment vielleicht Schmerz ist. Und wenn ich das kann, dass ich mich da ein bisschen distanziere, dann bin ich locker. Dann bin ich nicht im Widerstand gegen den Schmerz. Dann ist es einfach das da, was da ist. Da zeigt sich was, eine Körperempfindung und ich bin der Beobachter. Ich bin nicht der Schmerz. Und in den meisten Fällen löst sich dann Schmerz, muss ich nicht ganz auflösen, aber kann sich auf jeden Fall viel mehr lösen in dem Moment. Das heißt, immer wenn ich damit mich verbinde, mit so einer Beobachterposition, bin ich distanziert, bin ich nicht angehaftet an das, was kommt und geht. Habe keine Hoffnungen, Erwartungen, Wünsche. Bin auch nicht im Widerstand gegen etwas, dass ich was wegdrücken will. Und dann ist einfach reines Sein.
Und dadurch, dass ich nicht aus dem Widerstand rausgehe, löst sich oft auch der Schmerz, weil Schmerzen kommen manchmal, wenn irgendwas verkrampft. Nicht immer, aber oftmals ist eine innere Verkrampfung da, wenn Schmerz kommt. Und in dem Moment, wo ich loslasse und nicht bewerte, dass der Schmerz gut oder schlecht ist, sondern da ist einfach eine Körperempfindung, lässt er in den meisten Fällen sehr stark nach. Und manchmal löst er sich auch auf. Das heißt, wir können das mal als Übung machen. Glaube, das war in dem ganzen Monat das die wichtigsten Sätze, die ich jetzt gesagt habe. Alles andere war dagegen so unwichtig gegenüber dem, was wir jetzt gerade besprechen. Vielleicht machen wir eine kurze Übung damit. Ihr schaut mal, ob ihr irgendein Problem in diesem Leben habt. Ich habe auch vorhin gesehen, ich glaube, zwei haben auch den Finger so gemacht. Verbindet euch mal mit dem Problem, das gerade da ist. Was ist in eurem Leben nicht so gut? Was bewertet ihr als schlecht? Was ist ein Problem? Vielleicht findet ihr nichts im Moment, dann ist auch gut, aber solltet ihr was haben, irgendein Thema? Was läuft gerade nicht gut? Wo kämpft ihr gegen? Wo seid ihr im Widerstand? Welches Problem ist da? Was wollt ihr unbedingt ändern? Jetzt fühlt mal, wo im Körper manifestiert sich das gerade, wenn ihr an dieses Thema denkt. Wo im Körper verspannt sich was, wenn bewertet wird, wenn ihr in der Geschichte seid, wenn das Problem hochkommt? Oberkörper, Brustbereich, vielleicht geht der Hals zu, vielleicht Beine, Arme. Vielleicht ist alles taub. Vielleicht kommt gerade ein Gedanke hoch. Jetzt lasst euch einfach gedanklich so ein bisschen nach hinten fallen und ihr seid jetzt das, was beobachtet. Wenn ihr Gedanken hattet, seid ihr der Beobachter der Gedanken. Wenn ihr Gedanken sind dann vielleicht irgendwo über euch, vor euch, ihr beobachtet die Gedanken. Wenn es Körperempfindungen gibt zu diesem Problem, zu dieser Geschichte, zu dieser Bewertung, dann seid ihr der Beobachter dieser Körperempfindung. Ihr nehmt einfach wahr, was im Körper sich tut. Und seid in diesem Moment, im Hier und Jetzt, eine Präsenz, die einfach nur beobachtet. Gewahrsein, das beobachtet, was gerade da ist. Gewahrsein, was meine Stimme hört. Gewahrsam, Gewahrsein, das Körperempfindungen wahrnimmt. Gewahrsein, das Gedanken wahrnimmt, wenn sie kommen und wieder gehen. Du bist der Beobachter und nimmst wertfrei wahr, was sich gerade zeigt. Alles ist erlaubt und darf sich zeigen. Es gibt keinen Widerstand. Einfach nur wahrnehmen dieses Momentes. Alles ist herzlich eingeladen, sich in diesem Moment zu zeigen, zu kommen, zu gehen. Und hier ist einfach Präsenz, Wahrnehmung, Gewahrsein.
Alles kommt in diesem leeren Raum. Ein Geräusch oder meine Stimme zeigt sich ganz plötzlich in diesem leeren Raum und ist wieder weg. Vielleicht kommt ein Gedanke, der ist auch in diesem leeren Raum. Und wieder weg. Alles, was du wahrnimmst, nimmst du wahr in einem Raum, der unendlich ist, der nicht begrenzt ist. Der Beobachter verschmilzt mit diesem Raum. Alle Dinge und Objekte kommen in diesem Raum und gehen in diesem Raum wieder. Aber der Raum ist immer da, diese Präsenz, dieses Gefühl von ich bin, ich existiere, ist durchgehend da. Und du kannst es untersuchen, ob dieser Raum Grenzen hat. Dieser Raum, in dem Geräusche, meine Stimme, Gedanken, Gefühle kommen, die sich irgendwo gerade zeigen. Gibt es da Grenzen? Oder ist der Raum einfach offen, einfach da, immer im Hintergrund, immer präsent? Diese Stille zwischen den Worten. Die Stille zwischen den Gedanken. Fokussiere dich auf die Stille. Auf dieses Ich bin, ich existiere. Ohne Widerstand. Alles darf sich zeigen. Du bist nur der Beobachter. Wie die Leinwand der Hintergrund des Films ist. Und die Leinwand bewertet nicht den Film. Einfach nur da. Ich bin. Einfach nur präsent. Ich bin. Ein Gefühl von, ja, da ist etwas, was existiert. Und damit löst sich die Identifizierung mit den Gedanken, Gefühlen, Körper. Und es kann einfach fließen. Reines Wahrnehmen ohne Bewertung. In diesem Moment ganz präsent. Alles ist willkommen. Und frag dich, gibt es jetzt irgendein Problem in diesem Moment? Wenn du einfach in deiner Präsenz bist, in deinem Ich bin, gibt es irgendein Problem im Hier und Jetzt? Es gibt kein Problem im Hier und Jetzt.
weil die Bewertung wegfällt, weil die Identifizierung wegfällt. Es ist einfach nur ich bin, so wie es schon in der Bibel steht, ich bin. Und selbst wenn man es nicht mit Worten erklären kann, es ist einfach immer da im Hintergrund, es war noch nie weg, dieses Ich bin. Dieses Gewahrsein, dieser leere Raum, diese Stille. Immer dahinter, hinter dem Ego, hinter dem, was wir glauben zu sein. Und sobald du dich damit verbindest, sind alle Probleme weg. Bis der Verstand irgendwann wieder anfängt zu übernehmen. Es gilt wieder der Herr im Hause zu sein. Der Verstand wird manchmal schon gebraucht, aber leider ist er meistens der Boss. Wenn ich mich immer mehr mit dieser Stille verbinde, mit diesem Ich bin, dann ist klar, wer der Herr im Hause ist. Dann wird der Verstand genutzt, wenn er gebraucht wird. Aber nicht für Tausende von Geschichten, die der Verstand jeden Tag spinnt. Tausende von Problemen, die er wälzt. Identifizierung darf gehen. Du bist einfach diese Präsenz. Und erwarte nichts Besonderes. Diese Präsenz ist nicht besonders. Die ist total unscheinbar im Hintergrund. Das ist kein Aha-Erlebnis. Wow. Das kann kommen, aber muss nicht. Das ist total unspektakulär. Da ist einfach ein stiller Raum. Lass jegliche Erwartung los und sei einfach. Das, was du bist. Reines Bewusstsein. Und es kannst du langsam wieder zurückkommen mit deiner Aufmerksamkeit in den Raum. Langsam auch die Augen öffnen. Jetzt bin ich gespannt, was eure Erfahrungen waren, ohne euch zu vergleichen.